Einen wunderschönen, guten, frischen, fantastischen, guten Morgen an alle. Eine Frage. Was ist schlimmer? Ein Furunkel auf der Nase oder eine Verletzung in der Hand oder die Knochen tun weh oder irgendein Organ tut weh. Was ist schlimmer? Nun, wahrscheinlich wird jeder antworten, meine Krankheit ist die schlimmste. Aber von wo kommt denn das? Von wo kommt denn das alles, die ganzen Schmerzen? Die Antwort liegt in uns, ganz tief in uns innen drin. Denn genauso wie die Krankheit ist, so ist auch der Charakter. Charakter und die Krankheit ist genau eins zu eins, nicht umgekehrt. Und alles, was wir in uns tragen, unsere negative Charaktereigenschaften, genau das ist die Ursache für unsere Krankheiten. Wut, Enttäuschung, Schuldzuweisung jemand anderen, Schuldzuweisung sich selber, Neid, Missgunst, unterdrückte Kreativität, Stress, Ängste, Sorgen. Genau das ist es, was unseren Körper schwächt. Und an der schwachen Stelle, da kommen auch dann die Symptome. Und das ist unsere Entscheidung, wohin wir unsere Aufmerksamkeit lenken. Wenn wir das anschauen, was haben wir in uns unterdrückt? Welche Schuldzuweisungen vielleicht aus der Kindheit, der Politik, Institutionen, Situationen oder auch Schuldzuweisungen zu sich selber? Das erzeugt Krankheiten. Alles, was wir unterdrücken, nicht annehmen wollen, nicht anschauen wollen, das drückt sich nach außen und manifestiert sich auf unserer physischen Ebene. Und da mal die Situation rauszuholen, was habe ich denn nicht vergeben, den anderen oder sich selber? Was muss ich loslassen? Das ist ein Prozess nicht nur von einem Tag oder einmal, sondern monatelang, sogar jahrelang. Immer wieder diese Situation rauszuholen oder die Person, wo das mal geschehen ist, sich wieder erinnern und dann auflösen. Aus unserem Gedächtnis auflösen, rausnehmen aus unserem Kopf. Und sagen, ja, es ist geschehen, aber ich lasse los. Und an dieser Stelle, wenn das mal frei wird, an dieser Stelle kommt Kraft, Mut, Stärke. Und das macht sich dann auch auf unserem Körper wieder in Form von Gesundheit manifestierbar. Alles liegt in uns, was für eine Person wir sind. Wenn wir uns entscheiden, sich für die Gesundheit, für Freude, für Glück und Harmonie, das ist unsere Entscheidung, dann macht sich das auch auf unserem Körper manifestierbar. Denn alles andere, was nicht aus der Liebe kommt, basiert auf Angst. Und Angst macht krank. Das vergiftet unseren Körper von innen heraus. Das wollen wir nicht. Wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf Gesundheit, Glück und Liebe hinlenken, dann macht sich das auch in unserem Körper manifestierbar. Natürlich auch alle Übungen, die wir in dem Gesundheitskurs machen, lernen, unterstützen auch noch gesund zu werden. Gelenkgymnastik. Filtermechanismus von der Leber und von der Niere, Arbeit mit den Charaktereigenschaften und alle anderen Übungen, auch mit den Augen, alles hängt miteinander zusammen. Und wenn wir diese Übungen machen, voller Freude, Glück, in einem absoluten Wissen, dass wir jetzt schon gesund sind, dann macht sich das auch auf der körperlichen Ebene
manifestierbar und der Körper gesundet. Das ist unsere Entscheidung. In tiefer Liebe, bleibt gesund, einen schönen Tag.